Dirk und Sabine sind große Fans. Sie können es nicht glauben. Gleich treffen sie Ulrike Volkerts alias Kommissarin Lena Odenthal. Einfach mal überraschen lassen. Die Schauspieler zu treffen und dass es einen spannenden Tatort gibt heute Abend. Dirk und Sabine hatten Glück. Sie haben gewonnen bei der Landesschau Rheinland-Pfalz und gehören nun zu einem erlesenen Kreis, der Ulrike Volkerts persönlich kennenlernen darf. Beiden klopft das Herz. Hautnah dran am Tatortstar. Und trotzdem ist die Atmosphäre entspannt. Cool, locker, fröhlich, nett, zugänglich. Schön, ich freue mich. Ja, ich finde es gut. Ja, es ist schon toll. Bisschen quatschen, Fotos machen, klar, gehört dazu. Gefällt übrigens auch Ulrike Volkerts. Es ist ganz spannend, weil die Zuschauer, in dem Fall Sie, ganz andere Fragen stellen. Also die gefallen mir ganz gut, da muss ich auch dann nochmal neu nachdenken und kann nicht meinen althergesagtes abliefern, wie bei der Presse, sondern hier geht es tatsächlich um persönlichere Fragen. Und das hat mir jetzt ganz viel Spaß gemacht auch. Und dann hätten Dirk und Sabine vor lauter Aufregung das Wichtigste fast vergessen. Ein Autogramm vom Star. Sabine kann aber noch gerade so reagieren. Mit persönlicher Widmung, natürlich, ist doch klar. Jetzt hab ich's. Zur Vorpremiere sind noch mehr Gäste geladen. Ulrike Volkerts ertrinkt fast im Fanrummel. Jörg und Sabine haben sich schon mal einen guten Platz gesichert. Kurz danach geht's nämlich los. Die Pfalz von oben, der neue SWR-Tatort. Nach fast 30 Jahren kehrt Kommissarin Lena Odenthal wegen eines Mordes in die Nordpfalz zurück und trifft auf ihre flüchtige Liebe von früher. Auf den Polizisten Stefan Tries, gespielt von Ben Becker. Stefan ist einfach jemand aus meiner Vergangenheit. Er war eine Sache auf der Spur. Drogen. Nachts ist da oben ein Verschiebebahnhof. Sie hatten möglicherweise einen Whistleblower aus Polizeikreisen, der bereit war, einen total korrupten Polizeibericht hochgehen zu lassen. Auch Whistleblower sterben gelegentlich. Arschloch! Ein merkwürdiges Dorf. Mehrere Morde. Was ist denn hier los im Paradies? Ein bis dato sehr lukratives Geschäft hat angefangen, seine eigenen Kinder aufzufressen. Ein ungewöhnliches Ende. Du machst gefälligst, was ich dir sage. Der Typ ist eine tickende Bombe. Es knistert. Dirk und Sabine schauen gebannt zu. Die Pfalz von oben. Nach 28 Jahren wieder ein Tatort aus dem Nordpfälzer Bergland. Toll, sehr überraschende Momente, aber ein guter Tatort, bin zufrieden. Ganz toller Abend, tolles Erlebnis. Super, sehr schön. Zum Dienstjubiläum von Kommissarin Lena Odenthal ein gelungener Krimi.